Ja, und hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Risen. Ja, und wir sind, ja, wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben, das frage ich mich. Deshalb gucke ich mal ganz kurz in das Auftragsbuch, in das Questbuch. So, und wir hatten, glaube ich, mit den Artefakten aufgehört. Da hatten wir 2 von 3 gefunden, oder? War das so? Nee, das war die Goldschalen. Das waren die Goldschalen. Wo gibt's denn die? Patty will die Stadt verlassen. Walter braucht eine Pause. Aller guten Dinge sind 3. Das da könnte es gewesen sein. Genau, Carrasco will, dass ich für ihn die 3 großen Goldschalen besorge, die jemand auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen versucht. So, Carrasco, früher oder später werden wir sie finden. Also riskieren nicht zu viel, bla bla bla. Ja, Nelsons Ring. Nelson möchte den Ring wiederhaben, der ihm gestohlen worden. Ich werde den Ring zurückbringen. Dafür würde ich mich sehr erkenntlich zeigen. Finde die 3 Goldschalen. So, was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale, sehr wertvoll. 150 Goldmünzen, das war Dieter Bart. Ja, das waren die einzigen beiden, die wir gefunden hatten. Wir müssen noch einen anderen finden, aber da weiß ich gerade gar nicht, wo der sein soll. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, was ist das? Walter glaubt, dass die Gnome den alten Metallschrott... Achso, die Höhe, da müssen wir erst wieder aus der Stadt raus. Den Fischstand können wir auch verkaufen und dann braucht Walter eine Pause beim Schmied auf jeden Fall. Ja, wir sind gerade von da oben gekommen, das letzte Mal, glaube ich. Stecke ja. Fälligst die Waffe wieder ein. Ich muss nochmal gucken, wie man eine Waffe zieht. Weil ich Risen jetzt schon wieder eine Woche ungefähr nicht mehr gespielt habe und davor lernt man die Steuerung immer wieder. So, das war der eine, wo wir hier gewesen sind. Bart, von dem hatten wir die Goldschale schon als letztes. Wo ist denn der andere Bruder jetzt? Das frage ich mich. Cutter ist es nicht. Cole, was willst du hier? Dürfte es auch nicht sein. Wie kannst du, was kannst du mir über die Jagd? Achso, das ist der Jäger. Cutter nicht, den hatten wir schon erledigt. Zusammen mit Doyle, den wir verfolgt haben. Was ist mit Pavel? Was willst du? Nee. Der mag nix mehr. Scheiß. Ich beobachte dich. Ja, wir bauen keinen Scheiß. Keine Angst. So, Meister Belschwur. Hat der was zu berichten? Nee, auch nicht. So, Gils. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belschwur zur Seite. Ja, ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch Kommandant Carlos von dir überzeugen. Viel Glück, mein Freund. Hatten wir von dem die Heiltränke bekommen? Nee, es war doch von Belschwur, komisch. Naja, nochmal Erfahrung kassiert. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Okay, gut zu wissen. Und was genau passiert denn da oben in der Vulkanfestung? Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Okay, und wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Das klingt doch interessant. Und wie stehst du zum Inquisitor? Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung.
So lange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Erzähl mir doch mal mehr über Kommandant Carlos. Erzähl mir mehr über Kommandant Carlos. Er ist Krieger des Ordens der Heiligen Flamme. Die meiste Zeit verweilt er oben im Wachhaus der alten Stadtwache. Doch seine weißen Ordenskrieger sind stets wachsam und halten Ordnung in der Stadt. Was man von der alten Stadtwache nicht unbedingt behaupten kann. Was stimmt denn nicht mit den alten Stadtwachen? Was stimmt nicht mit den alten Stadtwachen? In den Tagen, bevor der Inquisitor hier ankam, waren sie dafür verantwortlich, in den Straßen für Ordnung zu sorgen. Don Esteban hatte sie alle unter Kontrolle. Doch heute haben die Ordenskrieger hier das Sagen. Leider kümmern sie sich zu wenig um das Volk. Die alten Stadtwachen machen heute ihr eigenes Ding. Sie sind korrupt geworden und würden für Gold und Vergnügen alles tun. Das sind ja nicht so gute Stadtwachen. So, aber ich dachte, wir hätten mit dem schon mal gesprochen. Was leuchtet denn hier auf? Ist das die heilige Flamme? Apfeltrauben, Goldmünzen. Ja, aber das glaube ich jetzt mal nicht, wenn der hier draußen vor der Tür steht. Am Ende zieht er seinen Knüppel raus und wir bekommen eins über den Latz gezogen. So, Wache, Finn. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Ja, ich will nicht unbedingt mit dir reden. Du willst ja auch nicht. Ja, das ist unsere Hütte im Übrigen. Die haben wir ja das letzte Mal bekommen. So, wo ist denn jetzt dieser andere Bruder da von den dreien? Wir müssen doch noch... Nee, wir müssen doch noch irgendjemanden finden, der eine Goldschale zu verkaufen hat. Hier oben vielleicht? Gehen wir mal rein. Gucken wir uns mal bei Carlos um. Das ist Doyle. Gibt's was? Arno. Ich hab auch noch anderes zu tun. Martha, nee. Ja, Arno, mal nicht so unfreundlich sein. Ich habe noch anderes zu tun. Wir haben am Anfang deiner Frau eine Unterkunft besorgt, haben dir geholfen und jetzt auf einmal, ich habe keine Zeit. Das muss nicht sein. Dann helfen wir auch niemandem mehr, wenn das hier so seinen Gang geht. Vassili, hier haben auch nichts mehr zu sagen. Seemann. Hallo. Nee. Tod. Ingvar. Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab. Ja. Das habe ich auch gehört. Ich suche noch eine Goldschale. Nico. Verkauf mir dein Artefakt 300 Gold. Das wird sich doch nie ändern. Immer zu bebt die Ehe. Frag jemand anderen. Von dem hier hatten wir schon die Goldschale vom Dütar. In der Stadt passiert so schnell nichts. Ist natürlich die Frage, Patty. Nee, die hat auch nichts Interessantes mehr. Ob uns das gefährlich wird? Ist natürlich die Frage, wo sich der andere Bruder rumtreibt. Der andere war da oben in diesem ärmeren Viertel, sag ich mal. Interessant. Ich frage mich wirklich, wo die dritte Goldschale steckt. Naja, gehen wir mal hier rum und schauen mal nach, was wir im oberen Viertel so finden. Da können wir auf jeden Fall mal schauen, was wir für Walter tun können, denn der braucht die ein oder andere Pause mehr. Was ist mit Jack? Nee, lass uns handeln, nicht. Der hat doch auch nichts Gescheites. Das war ja auch keiner der drei großen Brüder. Ja, das war hier der, der uns netterweise darauf hingewiesen hat, dass es bei jeder Unachtsamkeit und jedem Begehen in dieser Stadt ein paar aufs Maul gibt. Gary, nee, das war Alchemist. Der da auch, ach übrigens habe ich den Tipp bekommen bei YouTube bei einem Kommentar. Ich würde jetzt gerne sagen, wer das war, aber ich habe den Namen mir leider nicht aufgeschrieben. Dass es doch ziemlich sinnvoll wäre, Alchemie zu lernen. Da man sich aus den ganzen Sachen wie, wie hieß die jetzt, Lebensfreude? Ne, Reisewurzel oder sowas, oder wie die Reiselust? Reiselust hieß es. Also auf jeden Fall auf die Kräuter, die plus 1 geben. Dass man sich daraus Tränke machen kann, die dann letzten Endes plus 5 geben, statt plus 1. Und da würde sich Alchemie ja vollkommen lohnen. Hier ist Walter. Ja, der... Nee, das Eisenerz wollen wir nicht geben. Ich spreche mal mit dem Vorgesetzten von Walter. Wer war denn das? Wo ist denn der? Hier, Alvaro.
So, dein Schmied arbeitet ziemlich hart. Dein Schmied arbeitet ziemlich hart. Tja, die Geschäfte laufen gut. Viel Arbeit, aber auch viel Gewinn. Du solltest Walter eine Pause gönnen, sonst bricht er noch zusammen. Ach was, er ist stark wie ein Oger. Aber auch ein Oger kann nicht ewig arbeiten. Weißt du was? Du hast recht. Aber die Arbeit muss trotzdem getan werden. Ja, was brauchst du denn? Was brauchst du? Hier im Händlerviertel laufen zwei Knechte rum. Und hier ist ein Beutel voll Gold. Finde die Knechte, bezahl sie und sag ihnen, sie sollen für mich arbeiten. Und dann gönnst du Walter eine Pause. Er soll noch den Klingenstab für Marcello fertig machen. Dann kann er sich ausruhen. Ja. Schick die Knechte nach Hause. Hier im Händlerviertel, hat er gesagt, sind Knechte. Wo finden wir denn die Knechte? So, können wir Walter schon was sagen? Nee. Dazu müssen wir erstmal die Knechte finden. Ich schau mal kurz ins Auftragsbuch, ob wir sie da finden. So, Ruhe, schick die Knechte nach Hause. Questkarte. Alvaro. Ach so, und die Knechte sind leider nicht eingezeichnet. Hier im Händlerviertel laufen zwei Knechte rum. Hier im Händlerviertel, da müssen die ja irgendwo hier sein. So, das da könnte einer sein, oder der da. Wache. Schmiedeknecht, da ist einer, der putzt gerade den Boden. So, hey, es gibt Arbeit. 50 Gold. Hey, es gibt Arbeit. Was? Alvaro hat Arbeit für dich. Der Alte schickt dich? Was will er denn? Es gibt einiges zu schleifen. Ach so, na dann. Na dann, geh mal arbeiten, wenn's mehr nicht ist. So, und jetzt müssen wir noch einen Schmiedeknecht finden. Irgendwo muss hier noch einer rumhampeln. Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht auch noch finden. So, dass da ist eine Wache, wie es aussieht. So, hier putzt wieder jemand. Aber ich glaube, das war die Frau. Tilda, nee, das ist kein Knecht. Tilda ist kein Knecht. Das ist eine Frau, die putzt, oder? Mir ist jetzt nicht nachgegeben. Ja, Knecht ist es nicht. Schmiedeknecht. Wache. Ordenskrieger. Gary, du bist auch kein Schmiedeknecht, oder? Siehst zumindest nicht so aus. Ja, gute Frage. Das Händlerviertel ist ja jetzt nicht so groß. Aber ich schaff's trotzdem nicht, den zu finden. Naja, vielleicht gehen wir mal hier oben lang. Vielleicht ist er irgendwo hier oben. Eine Wache. Ach, hier sitzt noch einer. Der, ja, genau, der Schmiedeknecht. Der sitzt hier oben auf der Mauer und raucht. Raucht? Ja, nee, er raucht nicht. Er raucht in Ruhe ein Pflänzchen. Wobei das eher aussieht wie ein Joint. Sieht schon komisch aus. Die rauchen hier alle so dicke Grasstängel. Was sind denn das für Leute? So, ja, hey du, es gibt auch Arbeit für dich. Geh mal zum Schmied da unten. Hey du, es gibt Arbeit für dich. Hä? Alvaro braucht jemanden, der Holz hackt. Oh, na gut. Dann werde ich gleich mal loslegen. Hä, was? Arbeit? Was ist das? Ist ein Fremdwort für mich. Ja, so ungefähr klingt das bei denen. Die sind ja vollkommen begeistert. So, Walter. Es gibt gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Tatsächlich? Alvaro sagt, du kannst ein paar Tage frei machen. Wirklich? Hört sich so gar nicht nach ihm an. Er will nur, dass du den Klingenstab für Marcello fertig machst. Oh, das ist gut. Den Stab habe ich fertig. Der liegt längst im Keller. Tja, dann danke für deine Hilfe. Wenn du mal was brauchst. Ich komme drauf zurück. Hey Mann, danke für die Pause. Eine Hand wäscht die andere. So, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht's? Um den Klingenstab bearbeitest du auch Artefakte? Ja, gute Frage. Hier kann man ja viel interessante Fragen stellen. Fragen wir ihn erstmal, ob er uns was beibringen kann. Kannst du mir was beibringen? Wenn du die nötige Erfahrung und eisernen Willen mitbringst, zeige ich dir die Schmiedekunst.